In der Vorwoche gab es noch herbe Verluste für den deutschen Leitindex. Doch jetzt zum Wochenauftakt kommt er mit Schwung zurück, liegt im Augenblick mit über 4% im Plus. Darüber wollen wir heute sprechen mit Michael Görgens, Leiter Fondshandel an der Börse Stuttgart. Herr Görgens, sehen wir im Augenblick den Auftakt zur Jahresendrallye? Die Hoffnung ist nahe, aber es ist natürlich so, dass wir hier auch schon wieder diese Woche mit einem großen Gap gestartet sind, sprich zur letzten Woche mit knapp 100 Punkten fester in den Markt hier reingekommen sind und jetzt nun mit über 220 Punkten im Plus sind. Das heißt, hier ist natürlich die Volatilität, die wir bereits in der vergangenen Woche nach unten gesehen haben, nun wieder nach oben. Man sieht, wie illiquide doch die Märkte sind und dass schon kurze Spekulationen bzw. hier auch Äußerungen aus den Märkten hier für Spekulationen in die eine oder andere Richtung werfen. Zum einen das Thema natürlich die Unterstützung des IWF für Italien mit knapp 600 Milliarden Euro, mit einer Kredittranche, die um die 4% liegen sollte, heizt natürlich hier die Spekulation zur Beruhigung an, aber das Ganze ist auf der anderen Seite natürlich nicht bestätigt. Auf der anderen Seite haben wir hier die große Diskussion plötzlich über also letztendlich über Euro-Bonds auf der einen Seite gehabt und da wieder das Thema, dass hier tatsächlich ein Zusammenschluss der Investment Grade, also der AAA-Staaten hier zur Stützung des gesamten Euroraums dienen soll, natürlich unter einheitlicher Fiskalpolitik. Also hier sind verschiedene Äußerungen, die hier zustande kommen und man hat natürlich alle Hoffnung auf den 9. Dezember, dem nächsten Gipfeltreffen hier von Merkel und Sarkozy. Es ist ziemlich schwierig. Wir haben im September eine 5.000 bis 5.500er Range gesehen. Nun ist wieder der Durchbruch zum Wochenende hin, hat funktioniert. Wir hoffen alle, dass es natürlich hier auf diesem Niveau jetzt mal zur Stabilisierung kommt, um dann eventuell die 6.000er nochmal in Angriff zu nehmen. Wie verhalten sich die ETF-Anleger in diesem Umfeld? Also die ETF-Anleger sind natürlich bei solchen volatilen Phasen wie in den vergangenen Wochen auch sehr konzentriert auf die Heimatmärkte. Keiner geht jetzt groß in asiatische Märkte oder nordamerikanische Märkte rein, um hier mittel- bis langfristige Investitionen zu machen, sondern man ist eher fokussiert auf dem Heimatmarkt, um hier kurzfristige Spekulationen zu treiben. Das zeigt auch das Bild letztendlich der Umsatzspitzenreiter. Wir haben hier 9 von 10 Produkten, sind tatsächlich Produkte, die in irgendeiner Art und Weise den DAX abbilden, ob long, ob short, doppelt gehebelt oder doppelt short gehebelt. Das heißt, hier haben natürlich zum Wochenende hin eher mal die Bullen die Oberhand gewonnen. Hier haben wir dann auch insgesamt eher ein Käufersignal gehabt auf dem Niveau. Und auf der anderen Seite ist natürlich so, dass die ganzen Peripherieländer eher nicht mehr in dem Fokus der Anleger liegen. Man setzt hier weiterhin auf eher steigende Märkte in den Heimatmärkten. Während der DAX zum Wochenauftakt etwas zurückkommt, kam in den vergangenen Tagen der Bund Future deutlich unter die Räder. Beim erneuten Blick auf die Grafik wird deutlich, dass auch hier die ETF-Anleger einen ganz guten Riecher hatten, oder? Ja, die ETF-Anleger sind meist Trendanleger und auch hier haben wir gesehen, dass natürlich die doch einigermaßen verpatzte Bund-Auktion der 10-jährigen Anleihe für der Finanzaufsicht, Finanzanstalt fürs Kreditwesen hier letztendlich nicht so gut gelungen war, wie es erhofft war. Das hat natürlich weitere Unruhe in die Märkte reingebracht, insbesondere in die Zinsmärkte. Wir haben hier einen Renditeanstieg im 10-jährigen Bereich von 1,90 auf 2,30 gehabt. Das Ganze wurde natürlich mit Kursverlusten im Bund Future entsprechend honoriert und Anleger haben hier tatsächlich auf fallende Bund Future Kurse gesetzt, um hier die Rallye dann tatsächlich auch mitzunehmen. Zuletzt wie immer noch der Blick auf die neue Emission. Ja, was gibt es denn in dieser Woche Neues? Also in dieser Woche haben wir dann tatsächlich auch wieder 2 Produkte der Deutschen Bank im Fokus gehabt hier. Es sind auch wieder Produkte, die Anleihe-ETFs abbilden, Anleihe-Themen. Das Spezielle an diesen Produkten ist doch, dass eine Zielrendite vorgegeben wird, nicht eine Zielrendite, eine Zielausschüttung vorgegeben wird von 4%. Das heißt, Anleger, die tatsächlich Ausschüttungspläne oder Ähnliches aufbauen wollen und auch mit jährlichen Ausschüttungen rechnen wollen, können sich mit solch einem Produkt, was entweder zum einen in deutsche Staatsanleihen investiert oder in Anleihen der Eurozone, die Investment-Grade-Niveau haben, mit diesen Produkten einen jährlichen Auszahlungszyklus in ihr Depot einbauen. Das heißt, sind Zinserträge über 4% da, dann wird es natürlich aus den Zinserträgen herausgenommen. Sind die Zinserträge unter 4%, dann wird das Ganze aus dem Fondsvolumen ausgeschüttet. Das Ganze kostet 0,15% pro Jahr und ist seit letzter Woche bei uns handelbar. Der Überblick über den Fondshandel mit Michael Görgens. Vielen Dank für das Gespräch.